Jo Leute, willkommen zurück zu Bioshock Infinity. Und ja, wenn ihr euch wundert, warum ich mehr oder weniger Eve oder Munition habe, ich musste gerade die Stelle noch einmal spielen. Und ja, gut. Und was wollte ich noch mal? War ich hier schon? Ne, hier war ich noch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Oh, und bei mir downloadet sich gerade Paragon, ein Update, der große Update. Und darum kommt jetzt eine Doppelfolge, meine ich. Bioshock. Warum nicht? Also seid gespannt, ich bin auch sehr gespannt, wie es hier weitergeht mit Paragon. Und ja, was guckst du mich so an, Elisabeth? Hi. Puh. Okay, es hat keine Wirkung. Oh. Okay, das war cool. Der Mann verträgt was. Ja. Aber wozu? Ach, egal. Ich brauche Eve. Moment. Ich brauche Eve, darum muss ich jetzt ein bisschen Sachen suchen. Moment. Da konnte ich... Hallo. Oh, dankeschön. Moment. Und jetzt bist du dort. Und du. Komm her. Und schnell weglaufen. Boah, ich bin eh schon gleich tot. Moment. Karabiner. Wo bist du? Wow. Ach, da hinten. Okay. Wo bist du? Nein, nein, nein. Kritisch. Natürlich geht das. Weißt du, ich frag, warum ich nicht reden konnte. Ich war gerade hochkonzentriert. Hochkonzentriert, genau. Und ja. Moment. Ah, okay, Moment. Da war auch noch Munition eigentlich. Und jetzt können wir auch weiter. Und ich brauche natürlich Eis. Peterchen Frost oder so. Eve. Und was ist das? Ich habe Schildverlust, deinen Schaden und deine Geschwindigkeit. Und lädt deine Waffe sofort nach. Nee, nehmen wir eigentlich so mit. Ich brauche eigentlich nur Gesundheit so lange. Munition. Beobachtung Nummer 22 zu unbekanntem Phänomen. Dankeschön. Was ist der Ursprung dieses Phänomens? Ich setze jetzt Beobachter ein, die weitere solcher Phänomene finden sollen. Sie berichten von einer jungen Frau, die in einem solchen Phänomen erscheint und sofort wieder verschwindet. Okay. Weitere Informationen liegen zwar im Moment nicht vor, aber wenn ich diese Frau finde, stellt sie sicher selbst ein interessantes, neues Phänomen dar. Okay. So, Chonk, wenn du meinst, dann ja. Gut. Dann gehen wir erstmal hier weiter. Aber ich würde sagen, wir nehmen den Karabiner. Weil, keine Ahnung.
Den haben wir nicht so oft benutzt bei dem Hauptspiel. Los, mach. Hier. Kann ich darüber? Nee. Los. Oh, Medikits. Dankeschön. Die sind natürlich schon tot. Ich war das nicht. Köder. Los. Hier. Wachse an der Herausforderung. Ja. Mr. DeWitt, Splicer. Haha. Okay, jetzt bist du natürlich dran. Ein Luftschacht, schließen Sie hier. Was soll da nicht rein? Und was kann das sein? Natürlich wissen wir schon Bescheid, falls jemand die Bioshock also bis zum ersten Teil verfolgt, der weiß ganz genau, um wer das bewacht oder was auch immer. Ha, hätte es mich nun nicht anmachen sollen. Und ich bin zu dumm, um in den Feuer reinzurennen. Und bin sogar fast tot. Nice. Ein Pick. Oh, wir haben jetzt 11. Das kriege ich hin. Ah, schon wieder so viele. Und sogar Geld. Bitteschön. Mein kleiner Bruder schreit. Yep. Mein kleiner Bruder schreit. Er tut's in letzter Zeit immer, wenn ich aufnehme. Jo, und tut mir leid, Leute. Moment. Joa. Ich meine nicht. War sie gefährlich oder einfach nur wahnsinnig? Nächstes Mal. Frag ich vorher. Yep, machen wir. Keine Beziehung. Überraschungsmoment. Kugeln verursachen mit 50% Wahrscheinlichkeit. Böse Auge. Waffenschaden nötig, wenn das Spiel. Über Kimmer und Korn. Ausrüsten kommen. Joa, 50% geht doch schon. Und es tut mir leid, falls mein Bruder schreit. Und ja. Oh nein. Was? Warum kann Franklin was? Nicht einfach still ein Buch lesen, wie ich es in seinem Alter auch getan habe? Sein Leichtsinn wird uns noch zum Verhängnis werden. Alles Dr. klar. Wolfram hat mir ein Plasmid verschrieben. Einen kleinen Muntermacher für Mütter, damit ich wachsam bleibe. Ich war skeptisch. Aber wenn ich ihn auch nur eine Sekunde Mutter, tut mir leid. Rennt der Junge in sein Verderben. Oh, okay. Oh nee, Hochzeit auch noch. Killer. Oh. Oh Mann. Kommt. Okay, er ist tot. Nein. Die hat mich noch im letzten Moment gekillt. Okay, Na dann. Schon dabei. Moment. Ja, ich blute. Komm her. Okay. Wir sind hier fertig. Und Dankeschön. Und ich würde sagen, wir öffnen lieber das. Candy Free. Oh, lecker. Kostenlose Süßigkeiten. Beobachtung Nummer 17 zu unbekanntem Phänomen. Okay. Das Phänomen tritt als seltsames Flimmern auf. Und dadurch sieht man. Ja, was? Das ist der letzte. Zurück in die Spielwarenabteilung. Frauen in weiten Kleidern. Schweben okay. Gebäude. Ist das Phänomen ein Fenster in eine andere Dimension? Ah. Eine andere Zeit? Schätze mal schon. Einstein,
Zeit gibt es nur, damit nicht alles gleichzeitig passiert. Okay. Okay. Okay, komm her. Oh, jetzt bist du dran. Oh, nice. Komm her. Autsch. Moment. Ein Schuh. Okay, das war blöd. Dankeschön. Oh, Moment. Lockpick wusste ich gar nicht. Okay. Einfach mal nachladen. Und kriege ich mal Munition. Ah, dankeschön. Wusste gar nicht, dass hier noch was liegt. Ah, okay. Wohin muss ich lang? Oh. Willkommen im Zirkus der Werte. Moment. Willkommen im Zirkus der Werte. Ich würde sagen, wir kaufen uns das, was wir am wenigsten haben. Das hier. Kein Tausch, kein Dankeschön. Oh, sehr nett. Bitte, hier ist keiner. Natürlich muss jetzt gleich jemand da sein, ich wette. Zur Sicherheit. Oh, haha. Muss ich doch. Und wohin muss ich jetzt... Ach ja. Eve. Gerne genommen. Oh. Habe ich mich gerade erschrocken. Mann, oh Mann. Ich bin für Horrorspiele eigentlich gar nicht geeignet, aber trotzdem möchte ich später mal Until Dawn versuchen. Elizabeth? Hier. Jo, du hilfst mir doch, ne? Hoffentlich. Ich sehe mir mal das Abluftrohr an. Ja, mach das. Und du kommst mal mit. Wir gehen mal hier hin. Ah. Okay. Was gibt's hier? Oh, Frachthaken. Volle Munition. Okay, hier ist auch gar nichts mehr. Und da ist auch noch geöffnet. Mann, Mann, was gibt's hier? Okay. Mehr nicht. Hier muss ich also drehen auch noch. Lass mich mal durch. Ach, und da hinten ist unser guter Freund. Der glitscht bestimmt dort, ne? Hi. Nee, doch nicht. Gut. Maschinengewehr. Nö, ich gehe erstmal hier hin. Keine Spur von ihr. Wir müssen wohl doch den Thermostat hochdrehen, um sie rauszuscheuchen. Mhm. Hier. Also, ja. Ich will erstmal hier runter. Weil Baum. Mr. DeWitt, der Thermostat ist oben. Ich weiß. Darum gehe ich ja auch erstmal runter. Weil ich erstmal alles plündern will. Darf ich das nicht? Wir müssen zum Thermostat. Er ist unsere einzige Chance. Rück dich, Mensch. Bitte sehr. Okay. Und zum Thermostat, Mr. DeWitt. Zaudern hilft uns nicht weiter. Ja, tut mir leid. Das wollte ich nicht erreichen. Sag mir nicht. Oh. Schon dabei. Ich will mal kurz hier hin. Weil
Ja. Moment. Wo ging es hier lang? Ha. Okay. Dann gehe ich hier durch. Da waren wir auch gerade eben schon. Aber na gut. Da ist der Thermostat. Bringen Sie ihn hoch. Ich werde sie nicht verbrennen. Anders kriegen wir sie nicht dazu rauszukommen. Wenn Sie es nicht tun, tue ich es. Ihre Entscheidung. Drehen Sie ihn hoch. Was? Ja. Drehen Sie den verdammten Thermostat hoch. Okay. Oh nein. Hören Sie das? Wir müssen zurück zum Abluftrohr, sonst verlieren wir die Kleine wieder. Okay, schnell. Sally? Sally, komm da raus! Das klappt nicht. Ich sagte doch, sie kommt. Es klappt nicht. Schalten Wenn Sie ihn ab. Wenn wir ihn abschalten, klappt es wir nicht. Wir müssen ihn abschalten. Wir verletzen sie sonst. Sally! Sally? Sally, ich bin's. Ich bin's, Booker. Sally, los, komm. Ich hol dich hier raus. Sally! Oh, nee, oder? Komm jetzt sofort raus! Sally. Oh nein. Oh nein. Jetzt auch noch den. Moment. Komm her. Das war knapp. Los! Hier! Sonst ist Anarchie als ein Messer im Rahmen unseres Vorhebens. Okay, Moment. Okay. Der ist aber stark. Geh. Sterben. Hier. Perfekt getimt. Dankeschön. Nein. Jetzt glitsche ich hier auch noch. Ob ich noch was finde. Oh, ich hab's sogar geschafft. Mädchen. Okay, komm. Helf mir mal schnell. Mr. DeWitt. Doch. Alles ist gut. Ist sie... Das ist Hannah. Sie kommt dich besuchen. Wir gehen nach Hause. Willst du nach Hause? Oh, gruselig. War dein Baby? Sie tun ihr weh. Er ist nicht ihr Kind. Sie gehört mir. Lassen Sie sie los. Lassen Sie sie los. Sie gehört mir. Schließt sie. Abschalten. Schaltet die Maschine. Okay. Schaltet die Maschine an! Sie ist noch nicht durch! Abschalten! Okay. Nein. Nein. Ich erinnere mich wieder an alles. Das arme Kind. Sie. Gehörte nicht Ihnen, Comstock. Ich nein. auch nicht. Aber Sie mussten mich nein. besitzen, nicht wahr? Das stimmt nicht. Und als nein. die Schuld nein. zu groß wurde... Sollten wir Ihr Problem lösen. Ihnen eine Zuflucht bieten, wo Sie vergessen konnten. Wo es überhaupt nie eine Anna gegeben hatte. Comstock stand nie zu seinen Fehlern, nicht wahr, Bruder? War nie zufrieden mit seinen Entscheidungen. Immer bestrebt, das Leben anderer als sein eigenes auszugeben. Elizabeth. Kind, es tut mir so leid. Nein, tut es nicht. Aber gleich tut's dir leid.
Leute, Leute, das arme Baby. Alter. Mensch, Leute, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Mann, Elisabeth, Moment. In diesem Add-on sind wir jetzt Comstock. Booker hat uns das Kind geraubt und das Kind ist gestorben. Sally ist, also Rapture war ein Zufluchtsort und Sally war das zum Beispiel das verlorene Kind. Und Elisabeth hat sich einfach eingemischt. Leute, irgendwie war das schon geil, aber ich hätte das wirklich gar nicht erwartet. Alter, ich freue mich schon auf den zweiten Episode. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, bis dann, Leute. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, ihr auch. Also, Leute, bis dann. Tschüss.